Ich denke, es war für viele Leute sehr interessant, wie schlecht man einen Ölwechsel machen kann. Was ist das? Hä? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Max. Das bin ich. Das ist das neue Video. Das ist Vivi. Und wieso machst du jetzt heute bei mir den Ölwechsel? Also wieso muss ich den nicht machen? Ja. Genau, weil ich bei dir letztes Mal den Ölwechsel gemacht habe. Du hast meinen letzten Ölwechsel gemacht. Und so revanchierst du dich, weil du hast jetzt geübt und du hast den ganzen Arm voll mit Dreck. Oh weil no, wo habe ich denn das jetzt schon gemacht? Du hast gerade auf dem Boden, Alter, du hast auf dem Boden gelegen, den Ding ist abgemacht. Ja, ach so, das habe ich vergessen. Nein, der Unterbodenschutz schon weg. Alter, was ist da runtergefallen? Perfekt. Perfekt, okay. Egal, lass was. Wird vielleicht auch reingehen. Auf jeden Fall, ich habe letztes bei Vivi den Ölwechsel gemacht, weil es ist noch neu für unseren Zweitaktfahrer hier, jetzt eine Viertakt zu haben, weil die hat ja auch noch eine Supermutter. Müsst auf jeden Fall mal bei Vivi vorbeischauen. Und ja, da haben wir das bei ihrer Karre mal zusammen gemacht, beziehungsweise ich habe die Regie geführt und als Entlohnung darf sie dieses Mal bei mir den Ölwechsel machen, weil sie das jetzt echt gut kann. Das heißt, du erklärst uns jetzt, wie wechselt man das Öl bei einer KTM EXC 500 2023? Kriegst du das hin? Ja. Okay. Glaub. Wie starten wir jetzt? Ja. hier 13, hier auch. Ja. Hier hinten ein Werkzeugkasten auch. So wie die meisten Werkzeugkästen. Also, ich fange mit der rechten Schraube an. Ich dachte, du fängst damit an, die Ölwanne aufzumachen, damit das Öl auch reinlaufen kann. Das ist auch eine Szene. Und bitte versau nicht alles hier. Oder? Leute. Wir machen jetzt zuerst die rechte Schraube auf. Ach so, ne. Jetzt? Okay. Ah, ja, sehr gut. So, warte. Ich mach das. Kriegst du mir ist es gar nicht, ist nicht mal heiß? Nö. Du gibst so magnetische Werkzeuge. Ich habe kein magnetisches Werkzeug. Hast du ein magnetisches Werkzeug? Nein, habe ich nicht. Oh, Vivi! Oh Mann, ich glaube, ich mache das nächstes Mal wieder selbst. Späne sind eigentlich gar nicht so viel drin, das geht. Das ist in Ordnung. Jetzt komm, das ist eine Öltankmatte. Nee, das ist mein Teppich. Als ob du keine neue Matte kriegst. Kriegst keine neue Matte. Weiß ich nicht, muss ich fragen. Grenzgänger, krieg ich eine neue Matte? Also ich mache das meistens so, es ist nur ein Tipp, also ich bin hier kein Experte, weißt du? Ich nehme erst die Nuss und mache so die Verlängerung drauf und schraube das dann so raus. Dann lasse ich es so langsam rauslaufen und dann mache ich es ganz raus, damit nicht alles so da rumfliegt. Okay, diesmal mache ich es langsam. Aber es macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, oder? Das ist die Frage, ob es jetzt auch einen Unterschied macht oder nicht. Ja, jetzt kannst du es auch rausziehen. Ich glaube, da kommt nicht mehr so viel, oder? Oh, musst du es so dranhängen? Ja, das ist normal so. Bei mir hat es aber ziemlich weit hinten dran geschickt. Das ist auch okay, das ist ja nur reingesteckt. Das ist nur reingesteckt. Okay. Und machst du jetzt noch die untere Schraube auf? Weiß nicht, machen wir das diesmal so? Ja, komm. Bevor uns hier jemand mobbt, weil wir nicht hier alles ordnungsgemäß machen. Okay. Ja. Perfekt. Okay. Jetzt noch oben? Nee, ich würde jetzt. Was oben? Oben? Oder du machst da gar nichts jetzt, oder? Ich sag, ich lass den Filter drin. Also, ich okay. Hab jetzt hier von KTM ja, okay, Powershop, könnt ihr mit dem Code MAX10 10% sparen. Aber ja, ich lasse dieses Mal den Ölfilter drin, weil wie gesagt, ich mache echt oft Öl weg. Du sagst, das ist nicht richtig, aber ich mache es trotzdem so. Naja, auf jeden Fall, ich mache es mal drüben noch. Du kannst ja mal mit Bremsenreiniger das Ding sauber machen. Oh, da ist echt nichts mehr drin. Ja, ich muss wiederholen, aber das wird immer so schnell leer. Bremsenreiniger ist einfach der gute Stoff. Okay. Okay. Ich würde sagen, schraub die einfach wieder rein. Echt? Aber da sind noch Späne dran. Und dann schraub die noch nicht rein. Ja, ob das ist so mini, das ist jetzt egal. Also ob es jetzt so ein Gramm da dran hängt, ein halbes, schraub das Ding wieder rein. Okay. Okay. Leg dich schon mal ein bisschen ins Öl mit den... Mit meinen Haaren. Mit den tollen Hosen. Da haben wir eh schon ein Loch. Die mit dem Magneten, die kommt 20. Auch hast du es reingelegt? Nein, hab ich nicht. So, S4 Stahl. Was sind wir denn hier bei? Ich kann es gar nicht sehen. 17, das ist falsch. So, jetzt haben wir den guten Drehmoment von S4 Stahl hier auch angestellt auf. Boah, das lasse ich sowas von drin, wie. Das lasse ich drin. Okay, das reicht schon. Und jetzt müssen wir so 15 umstellen. Unten zieh das mal so raus, hier unten das schwarze. Und jetzt kannst du es so drehen, dass es auf 15 geht. Wo sind denn die Zahlen? Oh, das ist ja fancy. Ich
Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich diesen Werkzeugkasten da habe. Da ist echt alles drin. So, während Vivi hier das Ding anstellt, muss ich mal ein bisschen angeben hier mit diesem geilen Produkt. Okay, jetzt machst du uns den. Egal. Mal löst noch einmal mehr. Wie komme ich dran? Ja, du legst dich ja nochmal weiter weg. Kuschelst, oh, wie du hast gleich die ganze Ketten an den Haaren. Okay, ist erledigt. Hast du die schon mit dem Sieb? Ja, hab ich schon gemacht. Echt? Gerade, ja. Sicher? Ja, hab ich gemacht. Hast du die eine mit 20 gemacht, die andere mit 15? Ja, die hier. Okay. Ich habe mir letztes Mal im extra bei KTM so einen Messbecher gekauft. Die sind richtig edel. Was? Die sind scheiße. Hey, ich setze das Ding da vorne dran und es fließt, es läuft alles so an dem Ding runter. Nein. Hä? Aber ich komme damit voll gut klar. Nee, ich muss immer extra noch das Ding da nehmen. Echt? Komm. Füllst du ein? Nee, hol du mal den Mautool, da steht er hier. Guck, hier. Das ist mein Altöl da hinten. Echt? Ja, das ist. Das ist so ganz schön viel Altöl. Ich habe hier mittlerweile gesammelt. Oh Mann, das sieht hier echt übel aus. Was hast du hier gemacht? Benutzt du 15W60? Echt? Ja, was benutzt du? Ich habe 15W50. Das mit der Cross drauf. ja, warte. Okay. Eigentlich ist der Trick, das nicht so voll zu machen und dann zweimal lieber einzukippen. Ja, dann lass doch jetzt hier, mach bis 800 und dann nochmal 400. Okay, hä? Wenn das nicht funktioniert, hast du auch komplett voll gemacht. Ja, ich hab's auch mit einem Liter schon so gemacht. Ich habe das letztes Mal, ich habe das so gemacht und das ist alles an diesem Ding so entlang gelaufen, so runter und ist dann da runtergetropft. Ich dachte so, willst du mich eigentlich verarschen? Oh, es fängt schon an. Habe ich es daneben gelernt? Nee, es läuft ja doch. Es ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Es läuft an den Dingen entlang runter. Okay, da kannst du jetzt mal auffüllen und ich nutze die Zeit und mach hier mit Bremsenreiniger das Zeug sauber. Hui! Das ist schon krass, du hast schnell gelernt. Also, eigentlich hast du das jetzt ja. Hä? Ich weiß gar nicht, was wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, wir waren einfach. Ich habe ja über eine Stunde gebraucht für 4 Schrauben. How? Ja, auf jeden Fall haben wir das jetzt hinbekommen, oder? Ich guck mal. Ja, das war voll schnell, oder? Ich glaube 20 Minuten. Ich muss den Untergrundschutz noch kurz dran machen. Lass mal probieren, ob die Karre noch funktioniert. Gucken, ob die Schraube fest ist. Nee, das merkt schon. Ist da ein Gang drin? Nee. Eigentlich nicht. Läuft wieder wie eine 1. Okay. Ich hoffe, euch hat das gefallen, wie wir das gemacht hat. Ich denke, es war für viele Leute sehr interessant, wie schlecht man einen Ölwechsel machen kann. Was ist das? Oha. Hä? 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 Nee, die hat es doch toll gemacht. Für das Vivi ist. Ey. Nee. Okay, schaltet bitte nie wieder ein. Von daher sagen wir jetzt. Im nächsten Video. Ciao. Ich habe gesagt, nicht mehr einschalten. Nicht mehr einschalten. Aber sag ihnen, sie sollen mich abonnieren. Ja, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, dass ihr zuschauen könnt. Machst du ASMR? Ja.